Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt zwei riesige, fette Ankündigungen. Und zwar das erste, heute Abend, 18 Uhr, wird es ein neues Theorievideo geben. Seid auf jeden Fall gespannt, worum es geht. Es ist echt gut geworden. Jule und ich haben wieder zusammengearbeitet und zwar viele, viele, viele Stunden. Pünktlich 18 Uhr wird es erscheinen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Die andere fette Ankündigung sind drei neue Charaktere, die uns im Patch 3.1 erwarten. Vor wenigen Minuten haben die das offiziell auf Twitter und auch auf Facebook geteilt und darunter gehören Nilou, dann noch Zyno und zu guter Letzt einen neuen Charakter, den wir bisher noch nicht gesehen haben und zwar Candace oder Candice oder wie man auch immer sie aussprechen mag. Und wir schauen uns die nochmal genauer an, denn es wurde quasi ein bisschen mehr Infos zu ihr gegeben. Und Nilou haben wir schon in einem Vorschauvideo gesehen, schon einige Male. Und hier steht einmal nochmal, was Nilou genau ist. Und zwar ist sie vom Element Hydro. Hier steht noch dazu Lotuslicht auf der Tanzbühne. Also man hat ja gesehen, dass sie gerne tanzt. Das hat sie echt gut gemacht. Und Stern des Theater Zubir. Außerdem steht noch Lotus Sumno. Und beim letzten Mal, als wir so eine Vorstellung gemacht haben, habt ihr mir gesagt, dass das meistens das Sternbild ist oder für den Namen des Sternbilds steht. Und damit ist auch offiziell 3.1 quasi, wird ja Genshin 2 Jahre alt. Und zu 3.1 werden die hier auf jeden Fall richtig auftischen. Ich hoffe, es gibt viele Primus geschenkt, damit wir uns auch die ganzen Charaktere holen können. Denn ansonsten könnte es ziemlich teuer werden. Kommen wir jetzt erstmal als nächstes zu Zyno. Da wissen wir auch, dass er kommt. Und zwar wissen wir über ihn, Moment, ich drücke mal hier auf mehr Anzeigen. Richter über Geheimnisse, Mahamatra. Den Begriff habe ich in meinem Leben schon ziemlich häufig gehört. Ich weiß aber gerade nicht, was es bedeutet. Außerdem ist er vom Element Elektro, das wussten wir auch schon, beziehungsweise konnte man das sehen in dem Vorschauvideo. Und Lupus Aureus heißt wohl sein Sternbild. Ultra geiles Design, ich freue mich mega. Man hat ihn schon vor oder zum Genshin Release gesehen in dieser einen Vorschau. Und hier gibt es tatsächlich jetzt, also endlich ist es soweit, er kommt raus. 3.1 wird echt Hammer. Und zu guter Letzt ein Charakter, der jetzt ziemlich unerwartet kam. Und zwar Candace. Candace? Candace? Irgendwie so. Zu ihr wissen wir Gelübde beim treibenden Gold, Beschützerin des Auru-Dorfs, Hydro-Element und Sagittas Kuntum. Und ich muss zugeben, die sieht verdammt cool aus. Die hat oben erstmal auf der Stirn so ein Anubis-Symbol. Dann sind die Augen noch in zwei unterschiedlichen Farben. Sie trägt ein Schild und ein Speer auf der anderen Seite, sieht man. Also wird sie wohl Speerkämpferin, weil Schildkämpfer haben wir nicht. Und vom Element Hydro. Ich bin ziemlich gespannt. Und was ich mich jetzt frage, offiziell wissen wir ja nicht, wer von den Charakteren 5 Stars werden. Und wir wissen auch nicht offiziell, welche von den Charakteren 4 Stars werden. Aber wir können davon ausgehen, dass es 2 neue 5 Star Banner gibt und einen 4 Star. Und dadurch, dass sie nicht so angekündigt worden ist, kann ich mir vorstellen, dass sie einfach ein neuer, vielleicht noch nicht geplanter für 3.1 4 Star sein wird. Also inzwischen schon für 3.1, aber vielleicht noch vor einem Monat nicht oder so. Dass die jetzt plötzlich aus dem Nichts kommt und möglicherweise ein Forster sein wird. Und ja, das war es tatsächlich schon im Video. Ich freue mich mega auf 3.0 und jetzt durch diese Vorstellung auch schon auf 3.1. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den neuen vorgestellten Charakteren haltet. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs kurze Reinschauen. Diese 2 neuen Ankündigungen wollte ich mit euch teilen. Heute Abend 18 Uhr wirklich pünktlich einschalten. Es wird euch auch von den Socken hauen und das letzte Theorievideo ist schon lange her, deswegen freue ich mich, dass wir da wieder was Neues hinbekommen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.